Heute machen wir ein kleines Video, wo ich einfach mal so ein bisschen berichte. Ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben, über die ich einfach mal mit euch reden will. Und schreibt mir gerne eure Anmerkungen in die Kommentare. Und ja, dann viel Spaß. Ja, so hallo, mal wieder zum neuen Video, endlich. Ne? Also es ist viel passiert im Mai. Ich bin aber zeitlich einfach nicht dazu gekommen, da was oder viel zu filmen. Ich habe schon ein paar Sachen. Das passt aber irgendwie nicht als ein Film zusammen. Also da muss ich mal schauen, wie ich die Aufnahmen noch verwerte. Ja, viel zu tun im Mai. Ne? Das gab es vor allem. Bei den Bienen ja leider noch nicht so, also war relativ kalt. Bei uns war das auch so, oder bei mir war das auch so, alle Bienenvölker, die keinen Rapsanschluss hatten, ne, haben wir eigentlich im Mai nochmal gefüttert. Also zum Teil ein bisschen mit Zuckerwasser, zum Teil oder überwiegend mit Melitzitose-Honig. Da hatte ich noch ein paar Waben, da sind die jetzt auch weg. Aber da war wirklich Handlungsbedarf. So ein Bienenvolk soll ja immer so ungefähr mindestens 3 Kilo Futter in sich haben. Und da kam einfach nichts rein durch diesen Regen. Der Raps hat geblüht, aber es war kalt, es war nass. Das hat einfach nicht gepasst hier bei uns dieses Jahr. Demzufolge sind die Bienenvölker auch relativ leer auf die Schwäbische Alb in Raps dann gegangen. Da ist momentan, der ist jetzt am Abblühen, das geht vielleicht noch eine Woche. Da war ja das Wetter dann wirklich um einiges besser. Also demzufolge, Honig ist noch nicht geschleudert. Blütenhonig gibt es auch ein bisschen, ne? Der ist aber noch in den Völkern. Und wie gesagt, nächste Woche wäre dann der Rapshonig auf der Schwäbischen Alb, denke ich mal, vorbei. Und dann schauen wir weiter. Ja, im Mai sonst noch, ne, im Prinzip war Zucht angefangen oder Vermehrung angefangen, war auch schwierig, auch relativ spät angefangen dieses Jahr. Ich meine, für mich war das ganz, trotz allem eigentlich ganz cool, weil ich hier hinter mir, ne, die Umbauten weiter vorantreiben konnte. Also das war, da gibt es auch ein paar Aufnahmen, da muss ich noch mal, da mache ich dann noch ein Video. Aber es wird es mir hier zu heiß. Wir gehen einfach mal hinter das Gebäude. Da gibt es nämlich ja auch Bienen. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt dahin laufen. Ein Imkerkollege oder ein Meisterkollege von mir, der hat eigentlich eine ganz, ganz coole Idee gehabt, weil man hat ja viele Anfragen, das habe ich ja auch, dass man mal einen Tag mitgehen möchte oder so. Und der bietet es jetzt an, einfach mal so einen Tag beim Imker mitgehen. Man zahlt einen kleinen Obolus und sieht auch mal, wie so ein Tagesablauf aussieht bei größeren Völkerzahlen. Was haltet denn ihr davon? Also wäre das für euch auch interessant? Wenn da einer jetzt schon Interesse hat, dann, wie gesagt, der ist im Raum Köln. Schreibt mir einfach, dann kann ich euch da einen Kontakt vermitteln. Ja, jetzt müssen wir mal hier geschwind, dass ich auch wieder hinsitzen kann. Also, wie gesagt, relativ kalt. Ich habe es hier hinter mir. Das sind ja diese Beuten, wo ich geteilt habe. Da habe ich eine kleine Anzahl an für Bekannte gemacht, die ein paar Völker haben wollen. Da müssten jetzt heute auch die Königin begattet sein. Da schauen wir dann mal nach. Und ja, ansonsten, wie gesagt, also imkerlich, der Mai wirklich schwierig bei uns. Also viele, was ich so gehört habe, in anderen Lagen Deutschlands haben ja auch schon gut Honig geerntet. Aber bei uns war da, also bei mir war da absolut noch nichts. Hoffen wir auf den Wald auch, ne?
Das ist natürlich das Thema und halt auf einen ganz vernünftigen Rapsertrag. Weil den brauche ich auch unbedingt. Ne? Also unser Rapshonig ist im Prinzip ausverkauft und der wird sehnsüchtig erwartet. Aber wie gesagt, der wird er dann auch in einer Woche zum Schleudern bereit sein. Ja, Schwarmtrieb allgemein ziemlich wenig. Ja, also da kann man auch wieder sagen, es lohnt wirklich, sich in junge Königinnen zu investieren. Also ich habe das ja letztes Jahr ein bisschen vernachlässigt und habe dann auch noch Bienenvölker dabei mit gelben Königinnen. Gelben, ja. Und da kann man gar nicht ganz schön den Unterschied merken. Also die roten Königinnen, also die Einjährigen von letztem Jahr, da finde ich eigentlich dieses Jahr, oder habe ich dieses Jahr, glaube ich, noch keine Schwarmzelle gefunden. Vielleicht mal ein, zwei Völker, aber jetzt nichts, was ich bewusst jetzt gespeichert habe, wohingegen ich bei den älteren Königen überall Schwarmzellen gefunden habe. Ja, also das ist für dieses Jahr eine ganz krasse Beobachtung. Also da lohnt sich es wirklich, in die Königinnen zu investieren, finde ich. Das nehme ich auf jeden Fall aus diesem Mai mit. Ne? Das war mir jetzt optisch so noch nie wirklich so krass aufgefallen wie in diesem Jahr. Ja, Waldhonig, ne, wie gesagt, da hoffen wir ja drauf. Läuse gibt es. Also Läuse gibt es allgemein viel. Also Apfelbäume. Also in anderen Fruchten. Im Wald ist es wohl relativ unterschiedlich. Aber ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich. Ist natürlich auch alles ein bisschen verspätet. Ne? Die Maitriebe an den kamen relativ spät raus. Da müssen wir es einfach mal abwarten. Man kann es sowieso nicht ändern. Und ja, wenn das wieder erwarten auch nichts werden würde, dann machen wir halt Vermehrung. Also das ist so dieses andere große Lerneffekt in diesem Mai, was ich hatte hier jetzt mit dem neuen Betriebsgebäude der alten Kelter, wo ich ja wirklich diese nicht arg groß, ne? Das sind so 270 Quadratmeter. Aber durch das, dass ich halt zum ersten Mal alles praktisch an einem Ort habe, ja, also ganze Imkerzeug und mit den Paletten hantieren kann und nachts hantieren kann und auch sonntags und so, das macht so viel einfacher. Also da wird man nächstes Jahr sicherlich mit der gleichen Zeit einige mehr Völker halten können. Also da soll sich der Betrieb schon noch entwickeln. Ich meine, was auch wirklich ganz cool ankam, sind unsere so Schautage. Ne? Da haben wir jetzt schon zwei, drei gehabt. Also einmal eine Eröffnung natürlich von dem Gebäude, dann so ein bisschen Verführungen. Und es wird wirklich ganz schön angenommen. Ich meine, das ist ja auch hier eine Top-Lage, die viel ausmacht, ne? Diese Aussicht, das Gebäude. Also das bietet sich wirklich an. Und ja, wie gesagt, also auch Imkervereine, Firmenführungen. Also wir haben da jetzt dieses Jahr relativ viel vor und haben eigentlich durchweg positive Rückmeldungen bis jetzt bekommen. Meine, das braucht natürlich auch Zeit, aber es macht ja auch richtig Spaß. Ne? Das ist das eine. Und ja, also in der Hinsicht wirklich, wirklich super, ne? So ein Betriebsgebäude, da bin ich echt. Es macht das Leben einfach viel, viel einfacher und angenehmer und man kann da hin und man kann. Ja, bisher war das ja so, da war ich im Orte, da kannst du im Prinzip nach 10 ist es schwierig, da was zu machen oder sonntags und hier hat man echt die Ruhe, da kann man die Palette in den mit der Ameise in den Bus laden und wieder ausladen und top, ne? Einfach top, will ich nicht mehr missen. Ja, also insofern wird der Betrieb sich definitiv weiterentwickeln und auch mehr Videos soll es wieder geben. Ne? Also wie gesagt, das war jetzt einfach ein bisschen der Zeit geschuldet. Vielleicht auch ein bisschen weg von diesen rein imkerlichen Themen, ne? Weil man muss ja auch sagen, ich meine, schreibt mir da mal eure Meinung einfach bitte in die Kommentare, weil ich meine, wie ich jetzt ein Jungvolk bilde, wie ich Königin ziehe und so. Da gibt es so viele Videos.
Was ich eigentlich entdeckt habe, was es relativ wenig gibt, ist so dieses Thema, was so eine Erwerbsimkerei umtreibt, ne? Was für Sorgen hat man, was für Freude, was für Themen liegen an. Und vielleicht, dass man sich ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt. Also schreibt mir das einfach gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder so ein Mix oder Themenvorschläge. Schreibt es gerne einfach rein, dann greifen wir das auf. Ja, ich meine, das wird wieder. Jetzt rede ich weiß nicht, es wird ein relativ langes Redevideo wohl. Aber gut, so ist es dann dieses Mal, weil eigentlich, wie gesagt, ich habe alles. Also, ich meine, das da hinten steht, also hier stehen klar diese Jungvölker, hinten habe ich noch, ich glaube, so 15 bis 20 Völker stehen. Aber sonst habe ich alles auf die Schwäbische Alb zum Raps gefahren, weil der Rapshonig wird gebraucht und ich hatte keinen Bock, die Völker zu füttern. Ne? Also das war für mich so auch die einzigste Chance, auch Völker, die vielleicht noch nicht ganz trachtreif waren, wo ich in normalen Jahren hätte ich die wahrscheinlich nicht in den Raps gefahren, da hätte ich die bei uns stehen lassen, die hätten vor sich hin so ein bisschen gesammelt und dann hätte ich die für den Wald oder die Waldblüte genutzt oder für die Vermehrung. Und dieses Jahr habe ich alles, was irgendwie fliegt, auf die Alp gefahren, weil wie gesagt, Fütterung kostet Geld und Zeit. Da kann ich auch, wie gesagt, hier 38 Völker mit dem Hänger fahren. Ob ich die jetzt fütter, ob ich die auf die Alp fahre, das kommt zeitlich irgendwie ist relativ ähnlich und finanziell auch interessant. Und ja, das habe ich das gemacht. Ne? Ganz schöner Verkehr hier. Aber mal gut. Ja, nee, dann wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal, Daumen nach oben auch schön und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.